Oh, ich grüße euch. Wir haben heute den 15.06. und wir ernten unsere Zwiebeln. Bleibt dran. Wir haben uns dazu entschlossen, jetzt die Zwiebeln rauszuholen. Wir haben schon mal angefangen. Das ist der Stapel mit den guten Zwiebeln und das ist der Stapel mit den nicht so guten Zwiebeln. Weil die paar, die hier vorne liegen, die haben Schimmel. Upa. Mal eine hochhalten. Sieht nicht so schön aus. Wir werden jetzt noch die restlichen rausholen und dann zeigen wir euch das Endergebnis. Bis gleich. Woran erkennt man jetzt, dass die Zwiebeln erntereif sind? Eigentlich ganz einfach. Wenn die Zwiebeln anfangen, sich umzulegen, das ist das erste Zeichen. Das haben unsere Zwiebeln zum Teil gemacht. Oder wenn halt jetzt zum Beispiel, schlechtes Beispiel, nehmen wir mal hier eine, wenn das Laub anfängt welk zu werden, das ist auch so ein Hinweis darauf, dass die Zwiebel erntefähig, erntereif ist, sage ich jetzt mal. Ihr seht, meine Hand ist die Erde, das ist die Zwiebel. Ist umgeknickt. Ich bin erntereif. Und schön geworden, ja. Ja, die Sorte Shakespeare möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Soll eine gute Lagerungsfähigkeit haben. Also unser Ziel ist ja auch, was jetzt für den Winter schon einzulagern. Auch da werden wir auf dem Laufenden halten. Und wir lassen uns mal überraschen. Wäre ja schön, wenn wir auch noch ein bisschen Winter was von unseren Zwiebeln hätten. Obwohl der Sommer erst gerade losgeht. Ja, die Ausbeute kann sich sehen lassen. Ihr seht, das Verhältnis von den Zwiebeln zu den geschimmelten Zwiebeln ist weitaus größer. Was wir mit dem Geschimmelten machen, mal schauen, vielleicht kann man noch einen Teil retten zum Direktverzehr, sage ich jetzt mal. Die werden wir jetzt 2 Wochen erstmal trocknen. Normalerweise kann man die aufhängen. Wir haben hier keine Möglichkeiten zum Aufhängen. Wir werden sie stattdessen in den Kübel machen. Wenn sie dann hinten bei uns erstmal einen Schuppen stellen, dann können sie jetzt erstmal nachtrocknen. Wie dann das Endergebnis aussehen wird, das zeigen wir euch natürlich noch. Das hier ist die Sorte Shakespeare. Die haben wir im Herbst schon gesteckt gehabt. Hier oben in der Infobox im Gartenrundgang-Video könnt ihr das auch nochmal euch anschauen. Die anderen Zwiebeln, die jetzt noch drin sind, die hat meine Frau noch im Frühjahr gesteckt gehabt, weil die warten noch einige noch über. Die werden wir noch drinnen lassen, aber dieses Beet jetzt werden wir da jetzt für andere Kulturen dann vorbereiten, und zwar für Kohlrabi oder auch Möhren oder diverse Kohlarten, weil wir möchten ja nicht, dass ein Beet jetzt leer steht. Wir möchten ja auch weiterhin im Winter beziehungsweise auch im Herbst noch was ernten können. Ja, wir werden jetzt mal hier langsam zusammenpacken. Sonne geht unter. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.